Ein Mann wird gewaltsam aus einem Flugzeug gezerrt, weil sein Platz für einen Mitarbeiter der Fluglinie freigemacht werden soll. Diese Szene spielte sich in einem Flieger der Gesellschaft United Airlines in Chicago ab. Videoaufnahmen zeigen, dass der Passagier dabei offenbar verletzt wurde. Die Fluglinie spricht von einem erschütternden Ereignis. United hatte bereits vor einigen Wochen mit schlechter Presse und einem Shitstorm im Internet zu kämpfen. Damals verweigerte sie zwei Frauen den Einstieg, weil diese Leggings trugen.